Hallöchen, liebe Leute, willkommen zurück bei WoW Retail Version. Ja, ihr wisst ja noch, ich habe mich zum Schluss des letzten Parts zum einen überschätzt, zum anderen bin ich dann noch aus dem Schattengrab rausgegangen. Weil ich halt keine Lust habe, hier beim Spawn direkt irgendwie in so einen Mob zu geraten und dann direkt beim Einloggen fighten zu müssen. Am liebsten beim Ausloggen immer irgendwie in der Luft. Ja? Muss ich mal kurz überlegen, wo ich überhaupt hin muss. Die Scharmützler brauche ich halt alle gar nicht. Heißt, ich werde jetzt einfach geradeaus gehen. Da hinten müsste auch eine Quest sein. Wird mir auf jeden Fall angezeigt. Ich hoffe, es ist keine Escort-Quest. Ich habe kein Ziel. Hätte übrigens auch echt Bock auf eine weibliche Blutelfe, wenn ich das so sehe. Ich muss näher ran. Aber ich habe halt keinen Bock, Geld auszugeben dafür. Flucht aus dem Grab. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Ich war mir sicher, dass ich sterben würde. Lasst uns schnell von hier verschwinden. Bald werden uns noch mehr Kultisten auf den Fersen sein. Ja, komm, nehme ich an. Ist leider eine Escort-Quest. Ist doch gar nicht so schwer. Da war ein Wachposten, den der hätte besiegen müssen. Los da, mein Freund. Jetzt geht, würde ich die gerne besiegen, bevor der Kerl hier kommt. Wo bleibt er denn? Meine Güte, ist der langsam. Ich muss näher ran. Hat Charge nicht früher mal unterbrochen, Casts? Wir müssen ihn ganz schön weit eskortieren. Was soll denn hin? Boah, was war das denn für eine Ability? Dieser Kettenblitzschlag, der hat die ja richtig weggefetzt. Meine Güte, macht der viel Schaden. Oh, jetzt läuft der richtig schnell hier. Ich weiß nicht, warum der meine Hilfe braucht mit dem Kettenblitzschlag. Also, Junge. Ach, übrigens, da müssen wir gar nicht weiter rein. Wir müssen hier hin, ne? Gut, dann rette ich jetzt erstmal die Kinder. Die müssten hier sein. Weiß ich, muss ich dafür vorher einen Schlüssel einsammeln? Ich sehe die Kids gar nicht. Da. Ja, braucht man einen Schlüssel für. Gut. Schlüssel. Das ist zu weit entfernt. Ich habe kein Ziel.
Gott, der öffnet sich ja mega langsam. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich weiß nicht, wer die Schlüssel droppt. Ich hoffe mal einfach alle. Auch nochmal so ein Käfig. Ich habe kein Ziel. Oh, da waren 4 Stück drin. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das ist zu weit. Ich glaube, da sind auch wieder 4 drin. Ich habe kein Ziel. Was? Hinter. Oh Gott. Nur Dark. Und hinter mir ist einer, der mich mit Speeren abwirft. Ich brauche ein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Ich weiß gar nicht, wo der her ist. Ich habe kein Ziel. Auch 4, ne? Och, da waren 6 drin. Nice. Gut, dann mache ich jetzt nur noch, bevor die Dunkelheit sich senkt, hier 4 Spruchwirker der Kabale und Initianten der Kabale. Die finden wir alle dort hinten. Aber irgendwo müsste dann auch noch, ich muss doch auch noch irgendwie so ein... irgendwas läutern, oder nicht? Keine Ahnung. Schimmelzner Spruchwirker. Ich muss näher ran. Das war ein Fail Interrupt. Ich immer noch auf. Ich brauche ein Ziel. Das ist zu weit. Ich muss näher ran. Warum brauche ich denn eigentlich nur 2 Initianten? Du zauberst mies. Aber das, hält sich tatsächlich in Grenzen vom Schaden, den wir hier bekommen. Wieso resettet der Kerl immer? Krüppeln. Och, das Betäuben ist nervig. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, das war's, ne? Mehr habe ich hier nicht. Kurz gucken hier. Kann es einfach nicht lassen. Ring der Beobachtung übrigens ein sehr, ja, cooler Ort. Viele Instanzeingänge sind hier zu finden. Das ist, glaube ich, in der Instanz, ne? Ja. Früher hätte man die ganzen Quests irgendwie vorher irgendwo annehmen müssen und so Quests rein anfangen, um dann in der Instanz irgendwelche Quests zu finden. Das ist halt so, wie es an Vanilla auch ist, ja. Man sammelt in der Open World, sammelt man die Quests ein und kann dann in der Instanz halt die Quests dann erfolgreich unter Umständen abschließen. So wie wir es halt aus WoW Vanilla kennen. Der erinnert euch an
die schwarze Grotte. Ich habe euch erwartet. Nicht aufgeben. Nummer 2. Nummer 3. Das Schattengrab. Viele glauben, dass der Schattenrat die Explosion, die auch in Dune in 1000 Stücke gerissen hat, verursacht hat. Gerüchten zufolge sollen sie im Inneren ein großes Übel erweckt haben. Wenn das stimmt, muss dieses Böse sich gegen sie gewandt haben. Laut diesen Befehlen flieht ein Teil des Schattenrats aus auch in Dune. Sie benutzen das Schattengrab, um mächtige Artefakte aus auch in Dune zu lagern. Drei dieser Artefakte sind heilig, denn sie gehören den mächtigen Patriarchen Arunen, Kalen und Atalor. Ich muss euch bitten, sie wiederzuholen. Ihr werdet zurückkommen. Das Glück sei mit. Wir haben uns einen coolen Schild bekommen. Jetzt die Kinderquest abgeben. Ja, nice. Tank. Speichern. Sehr cool. Der gefällt mir. Ich hab den ja, ist klar. Ist Stoff, besser. Mann. Ist ja so sicher. Ist besser. Warum? Wie kommen die denn da drauf? Wegen dem 8-Tempo oder was? Oh, hier. Hast du die teuflischen Waffen verkauft? Kann man da nur maximal. Jo, maximal 10 Stück. Boah. Ist ja lächerlich. So. Seid vorsichtig. Hier ist noch ein Quest. Das Grab des Lichts. Im Osten, unter dem versenkten Sand, befindet sich das Grab des Lichts. Das Grab ist eine verlorene Ruhestätte unserer Toten. Bevor unsere Karawane überfallen wurde, war ich auf dem Weg zu dem Grab, um es von bösen Geistern zu befreien. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es bereits von einem anderen Übel heimgesucht wird. Sogar jetzt noch plündern die Astralen die Körper unserer Gefallenen, um an die Schmuckstücke und Andenken zu kommen, die den Toten vor Jahrhunderten mit ins Jenseits gegeben wurden. Aber ich kann nichts dagegen unternehmen, solange unsere Karawane ums Überleben kämpft. Rachsüchtige Seelen. Das Grab des Lichts wurde vom Schattenrat verderbt und die toten Draenei wurden zu verfluchten Geistern, die von Zorn erfüllt sind und vor Hass auf die Lebenden brennen. Betretet das Grab. Dunkelstein des Skid-Verstecks. So, wie war das? Das ist eine Dungeon-Quest, glaube ich. Nee, ist es nicht. Hier ist das. Ah. Versteckt, liegt nordwestlich der Karawane. Nein, das Skid-Versteck ist hier. Das wird mir nicht angezeigt. Das ist ein Anzeigebug mal wieder. Da sieht man da wieder Nord. Wo stand das jetzt nochmal? Südlich von Schattrad. Das ist definitiv hier. Ja, das Skid-Versteck. Und das ist die scheiße Rune da. Ach,
suche ein Ziel. Genau in dem Moment kommt noch eins von diesen anderen Rabenviechern. Na jetzt aber. Don't know. Keine Ahnung, wie lange das war schon. Schön. Easy. Ja, Anzeigefehler. Safe. Ja, das haben die ein bisschen verkackt. Ja, das ist die Schatten, das Schattenrad, das Schattengrab, die Schattenrad-Quests. Beziehungsweise die Schattenrad, Schattengrab-Quest. Eine einzige. Gut, wir machen hier an dieser Stelle aber erstmal einen Cut. Wir hören uns morgen wieder, beziehungsweise übermorgen, und dann geht's weiter hier mit dem Schattengrab und den Artefakten, die wir dort unten einsammeln müssen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Kakao.